Hallo, schön, dass Sie auch beim letzten Mal mit dabei sind. Heute begrüße ich Sie aus Zschopach. Zschopach liegt im Landkreis Leipziger Land und ist ein Ortsteil der Stadt Grimma. Hier im Pfarrhaus wohnt seit 1993 Pfarrer Raphael Schindler. Er wurde in Glauchau geboren und studierte nach seiner Zeit als Bausoldat bei der Nationalen Volksarmee in Leipzig Theologie. Er ist Seelsorger für 32 Dörfer. Pfarrer Schindler ist stellvertretender Superintendent unseres Kirchenbezirks. Er ist verheiratet, hat 5 Kinder und 4 Enkelkinder. Heute trägt er übrigens dieselbe Frisur wie zu seiner Geburt. Er stellt heute das letzte Thema der Bibelwoche vor. Und wir werfen gemeinsam einen Blick in das Buch des Lebens. Ich lese den Bibeltext zum Bibelwochenthema Nummer 7. Es ist ein Text aus dem 11. und 12. Kapitel des Danielbuches. Die Lehrer des Volkes bringen viele zur Einsicht. Sie werden eine Zeit lang unterdrückt durch Schwert, Feuer, Gefangenschaft und Plünderung. Während ihrer Unterdrückung erhalten sie nur wenig Hilfe. Viele schließen sich ihnen an, aber nur zum Schein. Von den Lehrern werden einige fallen. Sie werden bis zur Zeit des Endes geprüft, geläutert und gereinigt. Denn bis zur vorherbestimmten Zeit dauert es noch ein wenig. Zu dieser Zeit tritt Michael auf, der große Schutzengel. Er wird für die Nachkommen deines Volkes eintreten. Es wird eine Zeit der Not sein. So eine Not hat es noch nie gegeben, seit es Völker gibt. Zu der Zeit wird jeder aus deinem Volk gerettet, der in dem Buch aufgeschrieben ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele vom Tod aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer werden strahlen wie der Glanz des Himmels, diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben,
werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Liebe Bibelwochengemeinde, diese Bilder sind uns bekannt. Wir kennen sie aus Museen und alten Religionsbüchern, aus Kirchen und auch aus unserem Kopfkino. Auf der einen Seite Licht und pure Freude, auf der anderen Dunkelheit und das blanke Grauen. Auf der einen Seite die, die alles gewinnen und auf der anderen die, die alles verlieren. Dort das himmlische Jerusalem und da der Höllenschlund. Wir kennen diese Bilder und wieder ist uns eins vor Augen gemalt worden, als es eben hier hieß, von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele vom Tod aufwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Zwei Klassengesellschaft nennt man das heute, die einen, die es bekommen und die anderen, die es nicht bekommen. Die Bilder tauchen immer wieder einmal auf, nicht nur in Museen und Kirchen, sondern eben auch in unseren Köpfen. Doch meistens leben wir ganz gut ohne dieses Kopfkino, weil es sich so eben leichter leben lässt, meinen wir zumindest. Für Daniel und die Menschen seiner Zeit war dies wohl aber doch ein sehr tröstliches Bild. Oder anders gesagt, mit diesem Bild kam etwas Leichtigkeit in ihr Leben. Denn sie fragten sich, was wird denn mit den Menschen, die verstorben sind, die wegen ihres Glaubens verstorben sind? Sie hatten, so heißt es ja hier im Bibeltext, Schwert, Feuer, Gefangenschaft und Plünderung auszuhalten. Und während ihrer Unterdrückung erhielten sie nur wenig Hilfe. Sie wurden geprüft, geläutert, einige sind gefallen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sie schweren Anfeindungen ausgesetzt waren. Militärische Übergriffe, innere Konflikte und die Schändung des Jerusalemer Tempels sind wichtige und deutliche Marker dieser Krisenzeit. Der Glaube an Gott birgt Risiken und hat Nebenwirkungen. Er ist nicht ohne Konsequenzen. Und dem entgegen setzt Daniel die Auferstehungshoffnung. Zum ersten Mal in der Geschichte malt er den Menschen jener Zeit mit seinen Worten dieses Bild vom ewigen Leben vor Augen. Und so hören sie es nicht nur, sondern sehen es vor sich, dass die, die zu ihrem Glauben und zu ihrem Gott treu gestanden haben, aufwachen werden zum ewigen Leben. Und er zeichnet dieses Bild weiter, indem er dann sagt, die Verständigen werden leuchten wie Sterne. Sie werden also leben in reiner, ungebrochener Klarheit. Alles, was hier nur bruchstückhaft gelingen kann, wird einst vollendet in Schönheit. Schön, wenn Mann und Frau dieses Bild für sich so sehen kann. Sie werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach. Und doch klingt in diesen Worten eine große Ernsthaftigkeit. Und deshalb schauen wir solche Bilder lieber im Museum an, als dass wir sie im Alltag bei uns tragen. Die Einteilung in solche, die vor Gott bestehen und in solche, die vor ihm nicht bestehen, diese Einteilung ist schwer zu ertragen. Als Christen bekennen wir in den Gottesdiensten, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Im Gottesdienst mit anderen spricht sich das ja ganz gut und relativ leicht. Am offenen Grab eines lieben Menschen fällt das schwerer. Denn dann öffnen sich auch Fragen in uns. Schließlich gehen mit solch einer Einteilung
auch Ängste, große Ängste einher. Und die Kirche hat mit solchen Ängsten gute Geschäfte gemacht. Die alten Bilder illustrieren das ja nur zu gut. Das Festgelage im Himmel, das zerstörerische Feuer darunter. Dieses Bild ruft immer wieder neue Fragen hervor. Nämlich dann, wenn ich existenziell von Tod und Trauer betroffen bin. Sei es, weil ich am Grab eines anderen Menschen stehe oder weil ich mir über mein eigenes Sterben Gedanken mache. Dabei weiß ich, dass ich weder andere noch mich in den Himmel zu loben noch in die Hölle zu schicken habe. Doch neben diesem Bild vom Gericht zeichnet Daniel ja auch noch ein anderes Bild. Ein sehr schönes, wie ich finde. Es ist das Bild vom Buch. Er schreibt: Zu der Zeit wird jeder aus deinem Volk gerettet, der in dem Buch aufgeschrieben ist. Nein, es ist nicht das Buch aller menschlichen Taten, der Guten und weniger Guten und ganz Schlechten, unter denen dann Bilanz gezogen werden könnte. Es ist nicht das Inventurverzeichnis unseres Lebens. Es ist auch nicht die Bibel. Daniel meint ein anderes Buch. An manchen Grabsteinen unserer Friedhöfe ist ein aufgeschlagenes Buch zu entdecken. Angehörige haben für ihre Verstorbenen nicht ohne Grund genau dieses Bild gewählt, das diesen Satz und Gedanken eben widerspiegelt. Zu der Zeit werden gerettet, die in dem Buch aufgeschrieben sind. Die Bibel nennt an anderer Stelle dieses Buch das Buch des Lebens. In dieses Buch sind die Menschen eingeschrieben, die nicht verloren gehen, sondern leben werden. Es ist das Bürgerregister für Gottes Reich. Im Buch des Lebens stehen die Menschen, die zu ihm gehören. Fürchte dich nicht, spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In diesem Namensverzeichnis stehen alle, die durch ihn erlöst sind. Daniels Auferstehungshoffnung schlägt eine Brücke zu unserer christlichen Auferstehungshoffnung. Seit unserer Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind wir Gott namentlich bekannt. Er hat uns aufgeschrieben in das Buch des Lebens. Vielleicht tragen wir auch deshalb die Taufen in unsere Kirchenbücher ein, um ein Bild davon zu haben, wie das aussehen könnte, wenn unsere Namen bei Gott aufgeschrieben sind. In diesem alten Taufbuch, da ist zu lesen: Im Jahre Christi 1684 sind im hiesigen Tschopachschen Kirchspiel nachfolgend getauft worden. Und dann sind viele, viele, viele Namen durch die Jahrhunderte bis heute hier verzeichnet worden. Es ist, als habe Gott uns in sein Adressbuch geschrieben, damit er uns nicht vergessen kann. Wenn bei einer Taufe ein Kreuz über den Menschen, egal wie klein oder groß er ist, wenn ein Kreuz über ihn gezeichnet wird, dann ist es so, als ob Gott sagt: Du bist bei mir eingetragen. Du bist mir namentlich bekannt. In dem alten Taufbuch, da steht übrigens als erstes und vielleicht auch als wichtigstes die Überschrift: Mit
Gott. Ja, mit Gott sind wir im Leben unterwegs, bei den Hochzeiten und in den Krisenzeiten. Mit Gott können wir rechnen im Leben und im Sterben. Wenn Klugheit gefragt ist, heißt die Überschrift zu diesem Bibelwochenthema. Das hat natürlich nichts mit irgendeinem Intellekt oder einer Bestnote im Fach Religion zu tun, sondern eher mit einem Verstehen, einem Vertrauen, einem Verständnis. Nämlich, dass wir mit Gott, wie es im alten Taufbuch steht, die Bilder des Lebens und Sterbens betrachten können. Und dann kann es passieren, dass wir nickend dem nur zustimmen, wenn wir uns an das erinnern, was im Lukas-Evangelium geschrieben ist. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Eure Namen im Himmel, im Buch des Lebens. Darin bewahre und behüte uns Gott. So ist er mit uns auf unseren Wegen. Amen. Lasst uns beten. Gott, der Lebenden und der Toten, wecke uns auf zum Leben, hier auf dieser Erde und einst in deine Ewigkeit hinein. Dir vertrauen wir an, was uns bewegt, und so legen wir in deine Hände unser Hören, Denken und Reden, unsere Sorgen und Mühen, genauso unsere Freude und unser Gelingen, das Gute, Schöne und Dankenswerte. Öffne unsere Sinne für dich und bleibe bei uns. Sei nahe allen, die dich brauchen. So bitten wir für die Trauernden. Tröste sie und führe sie zu deiner Lebendigkeit und Tiefe. Wir bitten für die Sterbenden, schenke ihnen das ewige Leben. Wir bitten für die im Leben Stehenden, lege in sie und uns das Vertrauen, dass im Buch des Lebens ihre und unsere Namen aufgeschrieben sind. Breite deinen Frieden aus über uns und deine Welt, heute, morgen, bis in deine Ewigkeit. Amen. Gott möge bei dir wohnen. Er möge schützend dich in seiner Hand halten. Und mögest du längst im Himmel sein, wenn der Teufel merkt, dass du hier fort bist. So segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Thank you.
Unsere diesjährige Bibelwoche ist nun zu Ende. Wir hoffen, dass unsere 7 Pfarrerinnen und Pfarrer Sie zum Nachdenken anregen konnten. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Passionszeit. Bleiben Sie behütet und gesund. Tschüss!